Allerhand Themen, die Angela Merkel da im Gepäck hat. Für sie die Gelegenheit, ihre Erfolge bzw. die der Großen Koalition zu verkaufen und Klartext zu sprechen. Die Kanzlerin fordert einen Kulturwandel und hebt die Chancen der Digitalisierung hervor. Insbesondere der Mittelstand dürfe die Zeit jetzt nicht verschlafen. Die NATO sei heute wichtiger denn je, sagt Merkel. Deutschland werde seine Verteidigungsausgaben schrittweise erhöhen und mehr Verantwortung übernehmen. Genau wie beim Klimaschutz. Wenn ein Land wie Deutschland 1% der Weltbevölkerung stellt und 2% der CO2-Emissionen verursacht und über die besten Technologien verfügt, wer, wenn nicht wir, soll denn zeigen, dass es geht, dass man dem Klimawandel etwas entgegensetzen kann, meine Damen und Herren? Die AfD kritisiert die Klimapolitik der Bundesregierung als Irrweg. Und dafür ruinieren sie unsere Autoindustrie und die Maschinenbauindustrie. Die FDP wirft der Bundesregierung vor, sich einseitig auf die Elektromobilität zu konzentrieren. Dadurch würden massiv Arbeitsplätze gefährdet, sagt Fraktionschef Lindner. Die Grünen kritisieren den Haushaltsentwurf für 2020, um den es ja eigentlich geht, als Mogelpackung, zumindest was den Klimaschutz angeht. Und da ist der Ausbau der Windkraft an Land im Vergleich zu vor 2 Jahren ungefähr auf ein Zehntel eingebrochen. Die Linke hält, genau wie CDU-Rebell Merz, die Arbeit der Regierung für grottenschlecht. Die GroKo sei handlungsunfähig und solle über eine Auflösung nachdenken, sagt Fraktionschef Bartsch. Dagegen bekräftigt SPD-Mann Müssenich, seine Partei wolle drinbleiben in der Großen Koalition, sehr zur Freude der Kanzlerin. Ich bin dabei. Herzlichen Dank. Schön, wenn Sie es auch sehen. So klar hat man es auch lange nicht gehört, ein Bekenntnis zur GroKo.